So, ja. Heute geht's um die 8 bescheuertsten Fotos von mir. Warum? Naja, wenn man mal so auf YouTube guckt, dann gibt es genügend Videos nach dem Motto die 5 schönsten Bilder aus dem Winter oder die 10 schönsten Aufnahmen aus dem Gebirge oder was weiß ich was. Es gibt immer nur die schönsten Fotos. Ja, heute gibt es mal die hässlichsten Fotos oder besser gesagt die bescheuertsten Fotos. Warum? Naja, sind wir mal ganz ehrlich. Jeder von uns hat mal klein angefangen mit der Fotografie und als er eine Kamera dann bekommen hat, einfach mal drauf losfotografiert. Und zwar alles. Egal was. Ja? Oder nicht. Habt ihr gleich hier, weiß ich nicht, mit Aktfotografie angefangen oder Landschaftsfotografie und alles wäre perfekt? Nein. Ihr habt ausprobiert. Ihr habt alles mal fotografiert und wenn da irgendwo ein Schmetterling auf der Blume saß, habt ihr ihn fotografiert. Oder nicht? Also so nach dem Motto, es muss kein Schmetterling gewesen sein, aber wie auch immer. Ja, und von solchen Fotos habe ich auch ein paar. Die habe ich nicht weggeschmissen. Weiß auch nicht warum. Aber da sind schon ein paar dabei, wo man sich dann sagt oder sich fragt, oh, wieso nur? Warum habe ich das getan? Größtenteils zum Ausprobieren. Dafür ist es ja auch da. Ihr sollt ja eure Kamera ausprobieren. Obwohl nicht nur Kamera, auch Smartphone zum Beispiel. Da gibt es so viele Einstellungen. Ausprobieren. Ja, ihr müsst eure Kamera kennen. Eure Brennweiteneinstellungen, euren Weißabgleich und Zoom hin und her und Makro und hast du nicht gesehen und die ganzen Modi, ja, also hier Automatik oder manuell und bla 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 bla. Belichtung, Blende, Belichtungszeit und so weiter und so fort. Ausprobieren, testen. So, und diese Testfotos habe ich hier mal so ein bisschen gesammelt. Was heißt gesammelt? Ich habe mir ein paar rausgesucht. Und zwar, wo ich auch was zu erzählen kann. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Foto. Viel Spaß. So, auf diesem Foto sehen wir jetzt, meinen Garten. Links ist der Pool noch abgedeckt, also es ist ein Testfoto. Das würde ich niemals irgendwo zeigen. Dieses Glühwürmchen, was da zu sehen ist, beziehungsweise dieser, ja, sieht ein bisschen komisch aus, nämlich so ein Lichtschlauch, der herumgezogen worden ist. Ja, da habe ich Light Painting versucht. Und zwar Langzeitbelichtung und bin mit der Taschenlampe rumgerannt im Garten. Cool, oder? Also Light Painting funktioniert mit Langzeitbelichtung. Ist also möglich. Ein paar ND-Filter vor das Objektiv geknallt, damit es nicht überbelichtet. Und zack, fertig ist das Light Painting. Man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können, aber so für den ersten Test sieht man ja, hat funktioniert. Sieht trotzdem komisch aus. Auf dem nächsten Foto sehen wir nicht einen Arsch von einem Zombie. Ja, oder sieht aus wie ein Arsch von einem Zombie. So schon etwas verfault und er ist aber ein Baumstamm. Puh, ja. Warum ich das gemacht habe, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe irgendwann mal in einem YouTube-Video gesehen, wie jemand richtig nah an Baumstämme rangegangen ist, hat die fotografiert, weil das cool aussieht. Wollte ich, glaube ich, auch mal machen, habe aber, glaube ich, den falschen Baumstamm dafür erwischt. Wenn ich das Bild so sehe, denke ich immer noch, es wäre ein Arsch. Ein ziemlich fauliger Arsch. Vielleicht könnte man das Bild auch so nennen. Fauliger Arsch im Wald. Wie auch immer. Ja. Würde ich mir so nicht an die Wand hängen. Vielleicht in einem Arzt-Wartezimmer oder so. Beim Hautarzt vielleicht. Egal, wir machen weiter. Dieses Bild nenne ich der Schuh. Keine Ahnung warum. Ich habe es einfach fotografiert. Ich habe da einen Schuh liegen sehen. Ich habe auch mal wieder damals so, weiß ich nicht, irgendwo mal gelesen, wenn man fotografiert, so ein paar Objekte so findet oder, ne, ihr wisst ja, was ich meine, irgendwas liegt da am Boden rum, es wird fotografiert. Ja, und ich habe einen alten Schuh gefunden. Irgendwie hat das Bild ja was. Es ist trotzdem hässlich. Würde ich mir so auch nie irgendwo hinhängen. Vielleicht könnte man es verkaufen an ein Schuhgeschäft. Mal versuchen. Das nächste Bild. Hamburg. Wasserschlösschen. Ja, was ist daran schlimm? Die Perspektive. Ich stehe auf der Brücke und fotografiere
das Gebäude im Hintergrund, das berühmte Wasserschlösschen. Ich hätte einfach nur ein paar Meter nach links gehen müssen. Habe ich übrigens auch. Ja, also es gibt davon auch vernünftige Bilder. Aber ich will euch nur damit sagen, was passiert, wenn ihr irgendwo seid und ihr habt jetzt ein Wahrzeichen, was ihr fotografieren wollt oder sonst irgendwas, ja, was ihr toll findet. Achtet auf die Perspektive. Achtet auf euren Stand. Ja, auf eure Perspektive, die ihr einnehmt. Denn, wenn wir jetzt mal auf das Bild gucken, wir haben oben rechts diesen Brückenpfeiler da noch im Weg mit den Schlössern, die da hängen. Links und rechts die Gebäudehälften, die stehen überhaupt nicht symmetrisch zueinander. Das Bild sieht einfach nur scheiße aus. Ja? Also ändert eure Position ab und zu mal. Und gerade wenn ihr sowas fotografiert, wo links und rechts die Häuserreihen eigentlich symmetrisch sein sollten und das Hauptmotiv direkt in die Mitte kommt, ein bisschen mehr nach links gehen. Spart euch Speicherplatz und nehmt die richtige Position ein. Probiert es aus. Ja? Also die Position ist einfach scheiße. Was haben wir noch? Ja, so, das hier, ein altes Fachwerkhaus fotografiert. Auch ein schreckliches Foto. Warum? Hochkant gemacht. Da wollte ich, glaube ich, auch einfach mal ausprobieren. Hochkantfotografie, keine Ahnung. Ist aber völliger Schwachsinn, weil das sieht so gequetscht aus, ja. Dieser kleine Bach, der hat gar nicht wirklich, der hat nicht so eine richtige Flussrichtung, weil er einfach eingequetscht worden ist, links und rechts durch den Rand. Auch die Häuser, die sind einfach mittendrin abgeschnitten. Also sowas würde ich auch nicht mehr hochkant aufnehmen. Wenn, dann würde ich noch weiter nach links gehen, ja, dass die Häuserreihe links ist und der Fluss von unten nach oben zum Bild verläuft. Dann ist hochkant auch wieder möglich, aber nicht aus der Perspektive. Völlig beschissen, ja. So, auch der Rest ist eigentlich, auch die Belichtung ist schrecklich. Es ist einfach hässlich. Aber daraus lernt man. Nächste Foto. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich habe auf irgendeiner Party mal den Aschenbecher fotografiert. Fragt mich nicht, warum. Ich wollte gucken, wie weit das Objektiv in Makrobereich geht wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Boah, sieht gar nicht schön aus, ne? Wobei ich bin mir sicher, dass auf irgendeiner Kunstveranstaltung oder irgendeiner Vernissage wird sowas verkauft werden für Millionen von Euro. Hässlich, aber hat was. Ist aber, wenn man mal reinzoomt, auch ziemlich unscharf. Also das Einzige, was im Fokus liegt, ist hier von der einen Zigarette der Filter. Ansonsten ist das wirklich nicht wirklich im Fokus. Also nicht gerade toll, nicht schön. Nee. Würde ich so auch nicht aufhängen. Es sei denn beim Arzt vielleicht wieder. Beim Lungenarzt oder so. Na, ist egal. Das nächste Foto. Ja. Was fällt uns da auf? Also im Prinzip, so schlecht ist es ja nicht, die Idee jedenfalls. Ja, die Katze da im Bild, toll. Vielleicht würde sie am linken Rand besser aussehen als jetzt da am rechten Rand, aber sie saß da nun mal. Ich habe versucht, so dieser goldenen Schnitt so den ein bisschen einzuhalten. Also die Katze an den Rand setzen, nicht ganz an den Rand, ne? Also nicht in die Mitte vom Bild. Das sieht schon perfekt aus. Wenn die Katze in der Mitte sitzen würde, würde es scheiße aussehen. So, wie gesagt, vielleicht besser auf die andere Seite. Oben links der Strauch, schlecht. Ja, ist natürlich schlecht, der ist im Weg. Und im Hintergrund ist ganz schlecht. Der Hintergrund ist so dermaßen hässlich und unruhig und überbelichtet, das geht gar nicht. Was will ich damit sagen? Selbst wenn die Katze dort perfekt sitzt, ja, es macht keinen Sinn, wenn der Rest nicht stimmt. Hinten sind zwei blaue Säcke auf dieser Bank. Das ist einfach, das geht nicht. Dann müsst ihr die vorher wegräumen, die Säcke, ja, und dann die Katze wieder rufen. Oder ihr habt Pech gehabt. Das ist scheiße. Das macht das ganze Bild kaputt, dieser Hintergrund. Also es hat gar keinen Sinn. Die Katze ist zwar schön. Gut, vielleicht könnte man die jetzt noch irgendwie freistellen, ausschneiden, irgendwo anders einfügen, aber wie gesagt, achtet gleich darauf. Wenn ihr jetzt irgendwas fotografieren wollt und im Hintergrund sind zig Mülltonnen oder was weiß ich was, dann lasst es sein. Es sei denn, es passt wieder, ja. Also, naja.
Und wir kommen zum letzten Foto für heute. Ja. Völlig bescheuert fotografiert. Ich weiß gar nicht. Boah. Es ist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wieder so ein typisches Foto. Man steht vor einem Gebäude oder einem, einem Gebäude und sagt sich, boah, geil, faszinierend und versucht das festzuhalten. Es funktioniert nicht. Also so jedenfalls nicht. Klar, wenn ich davor stehe, habe ich stürzende Linien. Ja, logisch. Ihr müsst dran denken, das, was ihr seht mit eurem bloßen Auge, bekommt ihr so nicht fotografiert. Denn wir Menschen sehen räumlich. Und die Kamera, ja, hat einen flachen Sensor. Das heißt, es ist 2D, das Foto. Dadurch entstehen auch die stürzenden Linien, ja, wenn der Sensor nicht parallel zu dem Motiv ist und so weiter und so fort. Das heißt, ihr kriegt das so gar nicht hin. Ja, aber wenn ihr was räumlich seht, wie Berg, Tal, das kann man so nicht fotografieren, so wie ihr es seht. Ja, oder ihr könnt es nicht so festhalten, so wie ihr es vielleicht wollt. Und genau das Problem ist auch mit dem Gebäude hier, mit dieser Burg. Ich weiß nicht, warum ich das fotografiert habe. So, ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Ich fand es anscheinend cool, da wo ich stand. Aber das... völlig bescheuert, wirklich. Das kannst du keinem zeigen. Das kannst du nicht mal in irgendein Wartezimmer hängen. Ja, wie gesagt, die Perspektive ist völlig für den Arsch. Dieses Gebäude ist abgeschnitten. Und schade um den Speicherplatz auf der Karte. Hätte man sich sparen können. Deshalb, wie gesagt, denkt an euren Standort, an eure Perspektive, denkt an die stürzenden Linien und verändert euren Standort mal etwas, um das Motiv aufzunehmen. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr direkt davor steht und fotografiert ist und habt die stürzenden Linien bewusst mit reingenommen ins Bild. Das kann man machen. Nur muss man sich dann so exakt hinstellen, dass es komplett fürs Bild auch passt, ja. Aber nicht so hier eine Ecke fotografiert und, nee, geht gar nicht. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erheitern mit meinen blöden Fotos, die ich mal irgendwo gemacht habe und aufgehoben habe. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen draus lernen, was man besser machen kann. Aber ich denke, so ein paar Testfotos, ja, wie jetzt mit diesem Lightpainting oder mit dem Schuh oder was weiß ich was, so aschenbechermäßig, sowas habt ihr bestimmt auch noch irgendwo, hä? Auf eurem Rechner liegen. Komm, sucht doch mal danach. Ihr habt doch bestimmt noch irgendwelche komischen Testbilder, die ihr keinem zeigen könnt oder wollt. Aber die könnt ihr mir schicken. Schickt die mir mal. Dann mache ich ein Video darüber. Ich nenne auch keine Namen, keine Sorge. Nein. Ja, einfach mal mutig sein. Schickt doch mal, was ihr habt. Würde mich mal interessieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann einfach einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.